Hallo und herzlich willkommen natürlich draußen. Wir stehen hier vor der wunderschönen Leutascher Klamm, die teilweise bis zu 60 Meter in die Höhe ragt und vom Gletscher der Eiszeit geprägt ist. Wir gehen jetzt erstmal auf den Wasserfallsteig. Der kostet ein bisschen was Eintritt, 4 Euro für Erwachsene, für Kinder 2 Euro. Der Wasserfallsteig ist 200 Meter lang und geht richtig in die Klamm hinein. Hier ist aber frisch. Er endet an einem spektakulären Wasserfall und bietet nochmal ganz besondere Einblicke in die Klamm. Schon allein deshalb sollte man ihn besuchen. Ist einfach nur der Wahnsinn, wie der Wasserfall hier den Berg runterkommt. Man sieht zwar nicht viel, aber es reicht schon. Es gibt hier noch mehrere Rundwege, die man gehen kann. Wir laufen jetzt den roten, soweit ich das gesehen habe. Also den längsten von allen. Der Rundweg hat eine Länge von etwa 3 Kilometern und zeigt die Klamm nicht von unten, sondern hier eher von oben. Highlights sind auf jeden Fall die zwei Brücken, die eine herrliche Aussicht über die Klamm liefern. Wir sind hier an der Panoramabrücke und die hält wirklich, was sie verspricht. Damit für die kleinen und auch für die großen Gäste der Klamm keine Langeweile aufkommt, gibt es hier zahlreiche Stationen, die zu entdecken sind. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es in dieser Klamm Kobolde und Geister gibt? Deswegen wird die Leutaschklamm auch Geisterklamm genannt. Und ihr werdet uns das jetzt bestimmt nicht glauben, aber wir haben einen Kobold gesehen. Aber seht selbst! Es ist ja die ganze Zeit schon die Rede davon, dass hier Kobolde und Geister zu Hause sind. Ist ja auch die Geisterklamm hier. Ich glaube, ich habe da was entdeckt. Schaut mal. Auf dem Weg hier gibt es einige etliche interessante Stationen, die auch für Kinder sehr gut geeignet sind. Also sowieso sehr gut geeignet für Kinder hier. So, das war also die Leutaschklamm. Ein richtig cooles Erlebnis für die ganze Familie. Kann man wirklich empfehlen. Und während wir jetzt noch hier auf dem Weg zurück sind, könnt ihr noch das Outro sehen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr hier mal schauen. Da haben wir noch ein Video von der Gleiaschklamm. Und hier unten verlinken wir euch die Zugspitze. Und wir sehen uns. Natürlich draußen.